Wir können ja schon mal zählen gehen, wie viele Kerzen wir hier brauchen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 13, 16, 19, 22, 25 Kerzen. Ich hätte gern noch Weihrauch hier, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den herstelle. Aus Lufterfrischer. Oder aus Raumspray. Ja, keine Ahnung. Ich könnte höchstens gucken, ob die Hexe das verkauft. Dufterfrischer oder Raumspray. Ja, mal gucken. Noch ist er ja nicht da. Dass wir ein einziges Mal unsere Kathedrale hier wirklich in ihrer absolut vollen Pracht erstrahlen lassen, mit allem, was da dann halt irgendwie dazugehört, ne? Kloto! Guck mal, da unten im Sumpf sind Fröschis. Kloto! Kloto! Ey, Kloto! Die hieß doch Kloto, oder? Ich bin mir nämlich gerade ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher. Wir sind auf jeden Fall im Hexenland. Das steht da oben rechts zumindest. So, komm, die Sonne ist aufgegangen. Jetzt kannst du deine hässliche Visage hier ruhig mal wieder in den Sumpf schieben, du alte Hexe. Wie lange soll ich denn hier noch warten? Kloto? Da bist du ja. Ich wollte mal wissen, hast du das Zeug, was ich kaufen will? Goldelixier, Konservierungsmittel, der Goldelixier, das ist natürlich schön. Kleber, Säure, Heiltrank, Energietrank, Lauge, Silberelixier, Gerbstoff, interessant. Schnelligkeitstrank. Nee, sie hat das Zeug nicht. Schade. Naja, dann halt keinen Weihrauch, weil aus irgendeinem Grund will der Priester mir ja keinen verkaufen. Na, aber zumindest das Schüsselchen da stehen, was soll's. So, ich brauche nochmal 5 Kerzen. Danke. Mal kurz eine Kathedrale ausstaffieren. Die Frage ist auch, ob wir das Ritual dann jetzt machen können, die große Zeremonie. Oder ob wir die dann erst nächste Woche machen können, ne? Ich hau auf jeden Fall jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Weihrauch noch gebracht hätte. Wir hätten ja auch qualitativ hochwertigere Kerzen nehmen können. Das hätte ja auch nochmal einen Bonus gebracht. Aber hier natürlich eine dreistellige Kirchenqualität, die kriegen wir hin. Die kriegen wir hin. Es fehlt sogar noch eine Kerze. Die muss ich kurz nochmal holen. Eine brauche ich nochmal, danke. Und wage es nicht, hier gleich abzuduften.
schnell unsere Zeremonie. Das dürfte jetzt jede Menge Glauben bringen. Kirchenqualität 101, das ist schon mal sehr geil. Das ist schon mal richtig, richtig, richtig sehr geil. Das gibt Glauben jetzt, den ich ja auch nicht mehr brauche. Die Kügelchen angeflogen. Ich weiß zwar nicht, was ich an dieser Stelle jetzt damit noch machen soll, aber zumindest kommen sie erstmal angeflogen. Und irgendwie hatte ich schon mal. Irgendwie haben die pro Person schon mal mehr gegeben. Aber wir hatten mehr Besucher, also von daher. So, und jetzt, ich habe eine Zusage. Lass uns die Zeremonie beginnen. Der königliche Küchenmeister hat die Einladung angenommen. Großartig. Beginnen wir mit der Zeremonie. Warten wir zunächst auf unseren wichtigen Gast. Moin. Hallo Bruder. Hallo. Ich bin als königlicher Küchenmeister zu dieser Zeremonie geladen. Ich freue mich für dich. So, jetzt gibt's nochmal richtig Zunder hier. Ob uns das auch nochmal irgendwie Geld bringt oder irgendwas? Wir sollten anfangen, Eure Heiligkeit. Du, ich bin so nervös. Es wird eine ganz normale Zeremonie sein. Nein, ich rede von meinem Bruder. Mir fällt erst jetzt auf, wie sehr ich ihn vermisst habe. Und da gehen die Kerzen aus. Oh, ist das mies. Liebe Gemeinde, wir sind hier, um für das Wasser in der Stadt zu beten. Ja, und beten wir auch für unsere Familien. Nur Familie hilft uns dabei, in dieser grausamen Welt zu überleben und sogar die tödlichste Dürre zu überstehen. Die halten ja echt nicht lange, das ist ja scheiße. Also vergessen wir unsere alten Streitigkeiten und vergeben wir einander. Und beten für Wasser. Ah, ja, klar. Und beten für Wasser. Was für eine tolle Rede! Ich muss mich bei meiner Mami entschuldigen. Es wird wie aus Eimern regnen. Oh, Bruder, mein Bruder. Ach, guck mal die beiden da. Ich freue mich so für dich. Nein, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Schau, was wir geschafft haben. Unsere Eltern wären so stolz. Okay, Leute, ich sollte euch wohl in Ruhe lassen. Vielen Dank, du bist wahrlich eine große Hilfe. Brauchst du meinen Spiegel noch? Ja. Nun gut, nimm ihn. Meine Gabel kannst du auch haben. Komm, wir müssen so viel nachholen. Klar, lass mich dir von meinen Reisen erzählen. Ach was, reden wir über unsere Zukunft. Oh, das ist ja schön. Und wir haben zwei weitere der Questgegenstände erhalten. Und ich denke, ich verstaue jetzt erstmal den Fisch hier. Den braucht ja kein Mensch. Und dann eilen wir mal zu unserem Häusle zurück. Und holen uns da auch schon mal die anderen beiden Gegenstände aus der Truhe, damit wir die dann dabei haben, wenn es denn soweit ist. Und wir diese ganze Geschichte zu einem würdigen Abschluss bringen können. So, und dann stellt sich mir so ein bisschen die Frage. Und nun? Irgendwie nicht mehr so richtig was zu tun hier, ne? Na, das heißt, Frau Anmut kommt ja jetzt den nächsten Tag wieder. Dann können wir einfach ein bisschen meditieren. Dann ist die Zeit so ein bisschen voranschreiten und dann wird das schon.
Wenn wir dann eh in der Stadt sind, dann können wir auch nochmal in unserem Geschäft vorbeigucken, ob sich an den Preisen für die Kisten in irgendeiner Art und Weise was geändert hat. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt hier dann einfach mal Endspurt. Wird Zeit, dass wir diese Geschichte abschließen und ein neues Kapitel eröffnen. Ich weiß nämlich auch schon ganz genau, wie das Kapitel aussehen wird und da freue ich mich auch schon drauf. Hier ist dein Lied, es wurde extra für dich geschrieben. Mal sehen. Tom Bell. Croissant. Oh, wie süß. Voilà. Croissant. Davon bekomme ich Schmetterlinge im Bauch. Tom, voilà. Wer hat das geschrieben? Seine Liebe ist zu reich. Piron. Es ist eine echte Liebeserklärung. Ihr versteht mich. Es wurde von einem Dichter geschrieben, der in dieser Taverne gearbeitet hat. Er ist in dich verliebt. Tom, oh, ich erinnere mich an ihn. Er war so schüchtern. Wo ist er jetzt? Nun, wie soll ich das erklären? Er wurde von den Wachen gefangen genommen. Er wird jetzt in der Burgfeste festgehalten. Und wie es jetzt um ihn steht, fürchte ich, dass er nicht mehr lange leben wird. Halt mich fest, ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Wir müssen ihn retten. Und wie? Versprich mir, dass du mir hilfst. Das scheint die perfekte Gelegenheit für den Astrologen zu sein, um seiner Tochter zu zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. Ich versuche zu helfen. Bleib du so lange hier. Der Astrologe also. Der Astrologe, der erst in 4 fucking Tagen wiederkommt. Och, Manno. Esel bringt Kundschaft. Leute. Ich glaube, jetzt sind wir dann wirklich so allmählich an dem Punkt im Spiel, wo ich dann einfach mit ein bisschen Zeitraffer arbeiten werde. Ich meine, wir haben alles gebaut, wir haben die anderen Quests erledigt, es gibt eigentlich nichts mehr für uns zu tun, außer irgendwelche arbiträren Zahlen noch so ein bisschen in die Höhe zu pumpen und das... Ich meine, wofür? Warum? Ich will jetzt einfach nur noch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wenn das nämlich genauso ist wie bei Punch Club, dann könnte das Finale nochmal interessant werden. Punch Club steht übrigens auch auf meiner Liste. Das möchte ich mit euch irgendwann auch nochmal spielen. Das ist dann kein blindes Let's Play. Das habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal durchgespielt. Aber ich wäre halt durchaus dazu bereit, es gemeinsam mit euch nochmal durchzuspielen. Und ursprünglich hatte ich ehrlich gesagt auch geplant, wenn wir denn dann mit Graveyard Keeper fertig sind, als nächstes mit euch gemeinsam einmal den Punch Club anzugehen. Aber ich habe mich seitdem umentschieden. Ich mache was anderes. Und Punch Club kommt dann halt später. Also für eine Leiche wäre noch Platz hier. Na gut, egal. Jetzt müssen wir auf den Astrologen warten. Dann müssen wir für den wieder irgendwas machen, denke ich. Dann müssen wir auf Frau Anmut warten. Und dann potenziell vielleicht sogar nochmal auf den Astrologen. Und nee. Das Gute ist, dass wir uns diese Wartezeit halt an diesem Punkt im Spiel doch in der Tat hier um einiges verkürzen können, weil
Was soll ich jetzt hier noch großartig irgendwas machen, was für das Spiel dann doch keinen tieferen Sinn mehr erfüllt? Ich meine, was ich machen werde, wenn sich der aktuelle Spieltag dann jetzt hier seinem Ende neigt, ist, dass ich nochmal in die Stadt gehen werde, dass wir nochmal in unser Geschäft gehen und das Geld abholen und einfach nochmal gucken, ob diese 82 Ruhmpunkte, die wir da inzwischen angesammelt haben, ob die noch in irgendeiner Art und Weise hier einen Unterschied machen. So, hier stehen 5 Kisten. Eine schleppt der Zombie gerade. Ja, sind dann 6. Viel ändern tut sich da nicht, ne? Wenn es ist, insgesamt ist es ein bisschen mehr geworden. Aber das war jetzt kaum merklich und ich bin mir nicht mal sicher, ob das durch den Ruhm kommt oder vielleicht durch irgendeinen Patch, den die Entwickler gemacht haben. Oh, nochmal ein paar Balken, was soll's. Aber ich hoffe jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ja, gut, wenn ich sage, ich hoffe, dann klingt das in dem Kontext jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich gehe einfach mal davon aus, basierend darauf, wie sich die anderen Quests hier letztendlich dann entwickelt haben, gehe ich einfach mal davon aus, dass die nächste Folge von Graveyard Keeper, dass die morgige Folge des Graveyard Keeper Let's Plays, dass das höchstwahrscheinlich die letzte sein wird. Müssen wir mal gucken. 1, 2 und 4. Wunderbar. Haben wir rein theoretisch sogar noch mal eine Lieferung für den Händler fertig. Wobei es ja durchaus sein kann, dass es dazu gar nicht erst noch mal kommt. Das Schöne ist, dass der Friedhof hier inzwischen so dermaßen automatisiert ist, dass der Händler mit seinem Geschäft wunderbar auch ohne uns weitermachen kann. Dann, er muss halt nur jemanden finden. Und ich meine, es gibt im Dorf, gibt es einen Zimmermann. Er muss halt nur wen finden, der die Kisten für ihn macht, weil die Zombies, die können ja weiterarbeiten. Da spricht ja wohl nichts gegen, oder? So, komm. Ein bisschen meditieren und ein bisschen die Zeit vorantreiben. So, ich habe die ganze Warterei auf den Astrologen an dieser Stelle jetzt einfach mal ein bisschen verkürzt. Und ich würde aber mal sagen, wir lassen das Ganze noch mal so ein bisschen auf uns wirken. Die höchstwahrscheinlich letzte Folge Graveyard Keeper. Gehen den Weg jetzt einfach mal zu Fuß. Weil ich würde die Folge ehrlich gesagt ungern jetzt auch in irgendeiner Art und Weise unter Wert verkaufen. Also die 20 Minuten, die wir für die Folgen hier mal eingeplant haben, die würde ich schon ganz gerne erreichen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir noch in irgendeiner Kapazität am Ende der Geschichte einen Abspann haben werden. Aber ich vermute einfach mal, dass das höchstwahrscheinlich auch kein EA-Abspann sein wird, der hier einfach mal für eine Stunde über unsere Bildschirme flimmert. Denn Lazy Bear heißen sie, ne? Die sind ja jetzt auch nicht gerade ein riesiger internationaler Publisher. Die sind so ein kleines Indie-Studio, was mindestens 2... sehr schöne und sehr unterhaltsame kleine Spielchen hier produziert hat. Zum einen natürlich mit Graveyard Keeper
Und auf der anderen Seite auch Punch Club, was wir uns irgendwann mindestens mal in einem Let's Test angucken werden, obwohl ich eigentlich vorhabe, das Ganze bei Gelegenheit dann doch tatsächlich, wie bereits erwähnt, noch als Let's Play hier auf dem Kanal zu bringen. Ich glaube, ich weiß, wie du deine Tochter dazu bringen kannst, dir zu verzeihen. Was kann ich tun? Ich bin bereit, alles in meiner Macht Stehende zu tun und noch mehr. Es gibt da einen jungen Mann. Nun, genau genommen ist er gerade kein Mann. Um es kurz zu machen, er ist in Gefahr. Er wird in der Burgfeste gefangen gehalten. Deine Tochter will ihn retten. Warum? Nun, sie sagt, dass sie ihn liebt. Also, wenn du hilfst, ihn zu befreien... Das wäre ein erster Schritt. Interessant. Die Feste ist nicht für jeden zugänglich und gut bewacht. Ich war einmal im Zuge einer archäologischen Expedition dort. Das ist nicht gut gelaufen. Wir haben aus Versehen den nördlichen Pass in die Luft gesprengt. Das war nicht unsere Schuld. Der große Knall hat uns bei unseren Kalkulationen gestört. Der Kommandant hat mir angedroht, mich umzubringen. Wir haben es gerade so geschafft zu entkommen. Aber viele Jahre sind seitdem vergangen. Ich glaube, ich könnte im Namen der Universität eine neue Expedition organisieren. Und dann können wir diesen jungen Mann heimlich befreien. Also, die Expedition, wie bekommen wir das hin? Du arbeitest dort doch gar nicht mehr. Wir sind Mitglieder des engsten Kreises. Es sollte nicht so schwer sein, unsere Beziehung wieder zu kitten. Ich muss Ihnen nur zeigen, dass ich in meinen Studien Fortschritte gemacht habe und schon bin ich wieder dabei. Hast du denn Fortschritte gemacht? Nicht wirklich. Ich fühle mich so leer und jetzt kann ich nur noch an meine Tochter denken. Du musst mir helfen. Du bist doch ein intelligenter junger Mann. Kannst du schreiben? Ja. Schreib ein Buch. Es sollte nicht zu schlecht sein, aber ansonsten kannst du schreiben, was du willst. Mit meinem angesehenen Namen auf dem Umschlag bringt uns das so oder so Respekt. Ein silbernes Buch schreiben. Okay, kann ich ihm eins abkaufen? Zumindest kann ich hier ein gebundenes Silberding mitnehmen. So, wenn wir gerade dabei sind, nehmen wir die auch nochmal mit. Das werde ich aber, glaube ich, heute nicht mehr schaffen, ne? Was bedeutet, dass wir die ganze Woche warten müssen? Das ist jetzt gemein.